Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu ExoSock, der Bus Simulator 16, hier bei der Strömling. Ja, und wir haben als nächstes die Rosengasse. Wir sind aber aktuell schon bei einer Bushaltestelle, und zwar der St. Martin. Ja, da braucht jemand auch schon Fahrkarten. Das wollen wir dann mal machen. Zweimal Senioren, Einzelfahrt. Jo, machen wir irgendwas also mit 20 Cent. Danke sehr und weiter. Wollen wir uns etwas Barbecue holen? Einen schönen Tag. Ja, einen schönen Tag. Einmal normal. Bekommst du. Danke, mein Lieber. Oh, die hat passend gehabt. Okay, die hat passend gehabt. Kein Problem. Du bist eingeladen. So, und weiter geht's. Wow. Da vorne haben wir eine Ampel. Und es geht nach rechts. Und die Ampel ist rot. Das ist ja wieder mal toll. Genau, die Rosengasse. Juhu! It's green! It's a green time. Sehr schön. Gut. Da ist sogar so ein Spielplatz. Guckt euch das mal an. Ich gucke gerade mal so zwischendurch mal so auf die Strecke außerhalb. In Hoffnung, dass ich nicht so viele Unfälle dabei baue, aber die Neugierde halt. Es sind eine Menge Details. Ich bin sogar mal überlegen, wenn wir mal die Karriere so einigermaßen haben, ob ich einfach mal so einen Tag Sightseeing hier mache durch die Stadt. Und danke sehr. Na? Will jemand was? Na? 3, 2, 1. Keiner mehr? Okay. Muss ich weniger kassieren? Auch schön. Geht's weiter? Kohle, Kohle, Kohle. Yeah, Kohle, Kohle. Nächster Halt. Goethestraße West. Goethestraße. Oh, und yes. Schon wieder Ampel. Blinker setzen. Was sagt die Ampel? Noch sagt sie grün. Noch sagt sie grün. Noch sagt sie grün. Ich gehe zum Spieleladen. Kannst du mir was empfehlen? Bus Simulator 2016? Oh. Ich probier's aus. Dann probier mal aus. Schönes Spiel, macht Spaß, sag ich dir gleich. Ach so, hier muss ich gar nicht. Die Leute steigen aber trotzdem aus. Das Beförderungsunternehmen von Sunny Springs bittet Sie darum, während der Fahrt nicht mit dem Fahrer zu sprechen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Ja, danke sehr. Ist die Leute trotzdem hier ausgestiegen? Was habe ich manchmal für seltsame Bustouren? Da habe ich wohl eine vergessen mit reinzusetzen noch. Gut. Fahr! Los! Gib Gas! Was los? Hallo! Hey! Der ist aber... langweiliger Fahrer. So, okay. Mann. Da kriegt man Aggress bei sowas. Also wegen den Fahrgästen oder sowas kriege ich keinen Aggress. Es sind mehr die anderen Autofahrer. Hm? Quatsch mal hier so und seltsame Zeug zusammenfahren. Also ich dürfte nicht in the real life einen Führerschein haben. Das wäre nicht gut für meinen Kreislauf. So, und da haben wir schon die nächste Haltestelle. Passt. Passt, wackelt, hat Luft, hat Aircondition. Und... gib wieder eins. Danke sehr. Alles perfekt. Genau. Super. Ja, drängelt jemals zur Seite. Super. Okay. Oh, hallo. Normale Einzelfahrt. Sollst du haben. Ich hoffe, dass ich das richtig gedrückt habe. Ja, habe ich. Passt. Vielen Dank. Gut, passt. Super, sehr schön und gut. Und gib ihn eins.
Und wir fahren von Bonn nach Berlin. Yeah, yeah. Oh, ich sollte auf meine Kurvenlage aufpassen. Laurinstraße, yeah, die Laurinstraße. Raumpatrouille Orion lässt wieder grüßen. Ja, steht denn da Laurin noch? Ja, Laurin steht noch. Ja, so ist das mit den Laurin. Gleich hammert's, da ist die Bushaltestelle und Blinker setzen, ausrollen lassen, bisschen bremsen noch und zack, 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 sehr schön. Perfektes Timing, Blinkerbonus, perfekte Halteposition. Na, will keiner? Doch? Hä? Ihr irritiert mich. Okay. Wenn keiner eine Karte von mir manuell haben will, können wir weiter. Irgendwas scheint die Tür zu blockieren. Wieder mal. Blockiert Tür 1. Nächster Halt. Nee, hier, die hier. Ja, Weibchen. Steht wieder im Wege. Es kann nicht wahr sein. Unmöglich. Machen wir hier schon wieder Curry hier. Mann. Ist es euch auch aufgefallen? Immer stehen die Frauen in den Türen. Wie in Real Life. Oh, wie in Real Life. Auf die Kommentare freue ich mich. Dann muss ich mal sich auf die Strecke konzentrieren. Die Kommentare kann ich dann später lesen, wenn ich nicht fahre. Dann mache ich nicht beim Fahren. Nee. Da mache ich das nicht. Mike mal danach oder davor. Wenn überhaupt. Eigentlich freue ich mich ja mal darüber. Wenn da was kommt, lese ja immer gerne. Und bei den meisten antworte ich sogar. Meistens dann, wenn es sogar was erfrischend, positiv oder interessant sogar ist und so. Da können wir an. Schwupp. Ich hatte den Blinker vergessen, wa? Ja. Gutes Absenken, aber naja, okay. Gut. Was das? Ja, sieht so aus. Jo, das war's anscheinend. Dann können wir wieder weiter. Allzu viele Stationen haben wir ja nicht mehr vor uns. Das läuft eigentlich. Ich hätte die ganzen Stationen, also die ganzen Strecken nicht immer löschen müssen. Ich habe die ja eigentlich schon alle drin. Weil die können ja unsere Lehrlinge ja auch übernehmen und so theoretischerweise. Das heißt, ich werde mal so spaßenshalber die Strecken auch mal behalten. 30er-Zone, okay. 30er-Zone ist 30er-Zone, weil es ist 30er-Zone. Da können wir mal einen Blinker einschmeißen. Machen wir mal. Jetzt muss ich hier aber erstmal wieder ein bisschen aufpassen. Bei dem, was ich hier veranstalte. So, wo wieder lenkt. Der blinkert schon, okay. Wenn der da schon so blinkert, dann ist das ganz schick. Ja, komm, hier schon rum, hier im Bus. Diese Kurve finde ich immer ein bisschen, naja, sagen wir mal ein bisschen anspruchsvoller. Okay, rote Ampel. Ist rote Ampel, weil die Ampel ist rot. Das heißt, hier müssen wir anhalten, ob wir wollen oder nicht. Das ist einfach so. Na? Bäm! Gib Jas. So, Fußgänger erstmal vorsichtig rüberlassen. Und schon wieder auf die Strecke. Passt schon. Es müsste jetzt rein theoretischerweise die vorletzte Haltestelle sein, oder? Habe ich mich verzählt? Weiß es nicht. Werden wir mal sehen, ob das die vorletzte ist. Aber es sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Hoffe ich zumindest.
Naja, das sieht vernünftig aus. Ja, das ist, Blinker setzen. Mal zusätzlich noch ein bisschen bremsen. Und dann so. Ah, alles perfekt. Sehr schön. So muss es sein. Na? Wir haben sie. Ja, sie haben es heute bestätigt. Die Vereinbarung steht. Wir können sofort mit der Vorserie loslegen. Was für eine Vorserie? Sag allen, ich bin auf dem Weg ins Hotel und werde eine E-Mail an das ganze Team schicken. Wir unterhalten uns später. Juhu! Juhu, der scheint sich hier mal zu freuen. So, geh rüber, junge Dame. So, ich darf hier fahren. Ich habe Vorfahrt. Okay, sehr schön. 50er-Zone, naja, Tempomat regelt das schon. Stiftgasse, dies ist der letzte Halt. Ja. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Na, das ist doch schick, ne? Okay, das heißt, Blinker nochmal setzen. Und dann lassen wir ihn hier nochmal kommen. Und schön anhalten und die Leute rauslassen. Jo, schöne Strecke. Hatte was für sich. Ja, und damit sind wir hier auf dieser Strecke wieder fertig. Das heißt, wir können mal gucken, was Sache ist. Wir haben Einnahme dieser Woche 13.000 sowieso, Einnahme dieser Fahrt. Wir haben 5 Sterne, trotz des Unfalls anscheinend. Und wir haben sehr erfahren Gehalt. Aha, jetzt kriegen die langsam mehr Kohle. Die haben natürlich dann auch einen Stufenaufstieg. Frage ist, ob die noch mehr Geld reinfahren. So, da haben wir Unfälle. 250 Simoleon. Oh, das geht. So, nächstes Mal haben wir dann wieder eine neue Stufe, wie es aussieht. Genau. Und, was haben wir denn hier? Belohnung. Ach, da haben wir eine Belohnung? Was? Erweitere Strecke 5 auf eine Mindestdauer von 30 Minuten und fahre sie. Dann kriege ich 20.000 nochmal zusätzlich. Oder so. Das ist jetzt aber... Warte mal, muss ich das anders fahren? Warte mal. Jetzt müssen wir mal überlegen. Das weg. Dafür. Das rein. Das rein. Mindestdauer 30 Minuten. Da haben wir's. Ich soll sie sogar noch fahren. Ja, ich würde mal sagen, machen wir auch. Aber nicht mal heute. Nein, das machen wir morgen. Genau, so machen wir das. Aber bevor wir die fahren und morgen, werde ich hier den noch eine Person hinzufügen, weil es wäre sonst Blödsinn, wenn da keiner fährt. Ach, die fahren nicht. Also die werden schon alle so. So, das ist eine Strecke, die schon leer ist. Aber wie viele Fahrer haben wir? 3. 1, 2, 3. Gut, da gucken wir uns. Kümmern wir uns morgen drum. Gut, in dem Sinne euch alle einen schönen Tag. Ciao, ciao. Bye, bye und Cheerio.